Hallihallo und herzlich willkommen zu Pokémon Smaragd. So, wir sind durch den... Wie hieß er nochmal? Ich hab's vergessen. Ah ja, Blütenburgwald. Und wollen jetzt über Route 104 in die nächste Stadt. Okay. Oh, natürlich nehme ich die Herausforderung an. Ich habe eine Menge Geld. Okay, da hat jemand scheinbar sehr viel Geld. Ah, okay. Eine Herausforderung von Schnösel René. Ich glaube, wir müssen den besiegen. Ist das... Ja, rentabel. Okay. Ich freue mich schon, wenn unsere Iris sich entwickelt hat und ein paar mehr Moves drauf hat. Aber Konfusion scheint jetzt auch nicht mal so... Oh Gott, diese Animation. So schlecht zu sein. Okay, Konfusion. Ich hab nur das eine Pokémon, hä? Mal so. Ah, okay, das ging schnell. Schnösel René. Oh, aber Geld gibt's viel. Das ist voll geil. Wartet mal. Ich will mal was ausprobieren. Nee, falsche Taste. Option. Wartet mal. Ich muss mich am Rücken kratzen. Oh, toll. So. Nee, ich will hoch. Nee, hä? Ah. Text, genau. Genau. Und, nee. So und so. Ja. Fertig. Ist das gespeichert? Ja, Texttempo auf 3 gestellt, weil es nervt, wenn das immer so langsam geht. Und, ach, ihr wisst schon. Okay. Soll ich oder soll ich nicht? Okay, natürlich kämpfe ich. Na, wie soll es denn auch anders sein, meine Süße? Eine Herausforderung von Göre Elisa. Okay. Ja. Ich glaube, das bekommt alles unsere Iris allein hin. Wobei ich sagen muss, dass der Weg nach Metaros City schon ziemlich lang ist. Also, es ist schon recht knifflig, dahin zu kommen, den ganzen Trainern. Aber es ist nicht unmachbar. Also, es ist ja. Ist und bleibt trotzdem mein Kinderspiel und hat ihr noch ein Pokémon? Ja. Ich war auch, wo ich klein war, immer total überfordert, als ich durch den Mondberg musste. Nach, was war's? Azuria City. Ja, das hat mich immer mega genervt. Aber was rede ich hier? Gut, so, ich mach mal kurz mein. Ich find's grad nicht. Ich wollte mein Headset leiser machen. Ach, da. Ah, schon viel besser. Göre Elisa wurde besiegt. Na toll, so. Wartet mal. Das sieht mir stark nach einem Doppelkampf aus. Na, wartet mal kurz. Beutel, weil dann müsste ich haben mit Rassler und mit meinem Flammen kämpfen. Und da möchte ich gerne einigermaßen drauf vorbereitet sein. Das wäre schon viel besser. So. Ich hoffe, das ist jetzt auch ein Doppelkampf. Ja, okay. Ist mir. Oder? Ja, okay, ist Doppelkampf. Na, das ist klar, wer wen angreift. Das wird Konfusion und das Glut. Ich glaube, der Kampf wird auch erst schnell gehen und wir müssten bald in Metaros City angekommen sein. Na, ah, recht eindeutig. Ob der jetzt mit Einschlag tot ist, weiß ich allerdings gerade. Na, nee, wird er nicht. Okay. Ja, okay. Das war, was ich dachte. So. Yay, sind bei Level 12. Oh, Level 13. Das geht schnell. Sagen die noch irgendwas? Ja, okay. Ah, da gibt es noch Metaros City jetzt. Boing. Ja, wir sind da. Sehr schön. Poké Center, okay.
Danach werden wir uns ein bisschen in der Stadt umsehen und vielleicht nochmal kurz runtergehen und die Route vollständig erkunden. Aber erstmal wollte ich einfach meine Pokémon mal aufladen. Und mein Mikrofon verabschiedet sich gerade. So. Erstmal runtergehen. Ich gucke erstmal unten alles ab. Okay. Ich glaube, das mit den Bäumen pflücken und so, das mache ich schon mal alles offscreen, weil das dauert so lange und das will, glaube ich, niemand sehen. Warum soll ich ein Geheimnis daraus machen? Ich bin der Wasser-Pokémon-Experte. Wie? Du kennst mich nicht. Der hat bestimmt einen Körper drauf. Ja, war mir klar, aber vielleicht hat er ja drei Körper, du. Okay. Außer Konfusion kann unser Drassler ja noch nicht so viel, aber ich glaube, das reicht. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Arena-Leiterin, wie ich die besiegen soll. Das wird, glaube ich, ein harter Brocken, Freunde. Da sie, soweit ich weiß, Stein-Pokémon hat. Und da könnte ich vielleicht mit Drassler ein bisschen was reißen, aber das war's. Außer ich tue vielleicht mein Flamly noch ein bisschen trainieren, aber ich weiß nicht, ob das viel bringt. Das war's schon, oder? Da hat jetzt wirklich drei Carpadors. Ich glaube, es gibt noch ein, zwei wichtige Items, die ich in der Stadt abgreifen kann. Und mehr Wichtiges ist da, glaube ich, derzeit auch noch nicht. Die will ich mal schnell holen. Warte, wo war denn das eine? War das direkt hier? Ja, Haus des Zerschneiders. Ja, der nette Mann gibt uns direkt einen Zerschneider. Du bist wirklich ein talentierter Trainer. Okay, das ist kein Grund, zu schüchtern zu sein. Hier, nimm sie. Also, hier bekommt man vor allem eins. Und ich finde, das ist ziemlich gut versteckt. Also, als kleines Kind bin ich am meisten einfach nur durchgerannt durch die Städte und hab das nicht so alles mir genau angeguckt. Naja. Jedenfalls können wir jetzt die Büsche zerschneiden, wenn wir den Orden erhalten haben. War das andere? Das war auch ganz praktisch. War das hier? War bestimmt hier. Ja. Da kommt mal eine Flinkklaue vom Lehrer. Das weiß ich jetzt noch. Schüler, die nicht aufpassen, bekommen eine Flinkklaue zu spüren. Okay. Yay! Wenn das Item mit seinem Pokémon gibt, erhöht sich die Erstschlagwahrscheinlichkeit, also dass es das erste angreifen darf. Was in einigen. Also, ich finde, es ist jetzt nicht so wichtig, weil die Kämpfe eh rundenbasierend sind, aber es ist nicht schlecht. Also. Ich gebe das mal meiner Iris. So. Ich glaube, mehr war jetzt hier noch nicht. Wir gehen mal noch hoch über die Stadt und da müssten auch noch. Huch, ich renne gerade überall rein. Ach, ich erinnere mich, hier ist noch was. Hier ist noch was. Sorry. Hier ist noch. Ja, genau. Aber Mensch, ich bin nicht immer so gut vorbereitet. Ich habe das Spiel jetzt hier angespielt. Und habe mir jetzt einige Sachen noch gemerkt. Also es kann sein, dass ich was übersehen habe oder so. Ich weiß halt auch nicht mehr alles, aber so einiges wie das jetzt hier zum Beispiel konnte ich mir noch merken. So, und oben da müssten noch einige Trainer sein. Und auch so die erste Höhle, die glaube ich nicht so groß war. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Erstmal dort alles ablatschen und dann uns in. Ja, wir latschen erstmal hier alles ab und dann können wir uns in der Arena versuchen. Aber ich glaube, das wird eher ein Let's Fail. Ich habe nämlich ziemlich viel Respekt vor der Arena-Leiterin. Aber. Wie war das? Psycho-Attacken sind gut gegen Psycho-Pokémon? Was? Okay, lassen wir das. Was haben wir hier? Schutz. Schutz ist immer gut. Starke Käfer-Pokémon. Das habe ich ja schon mal erwähnt. Käfer-Pokémon entwickeln sich sehr schnell. Brauchen wenig EP, um Level aufzusteigen. Aber haben dafür nicht so gute Statuswerte letztendlich.
Also sind sie im Kampf jetzt endlich nicht so gut geeignet. Ich nehme zwar manchmal, ja, so Kudox oder Smetbo oder so habe ich schon manchmal gerne mit dem Team, aber mittlerweile eigentlich auch weniger. Ich glaube, das habe ich auch schon erwähnt, dass ich auch so Pflanzen-Pokémon meide. Sie mögen im PvP praktisch sein, aber wenn man dann gegen andere Spieler kämpft, also PvP meine ich, ja, im PvP, also wenn man gegen andere Spieler kämpft, mögen Pflanzen-Pokémon praktisch sein, aber im Spiel direkt, also in-game, in der Storyline, da wirken für mich Pflanzen-Pokémon eher immer sehr schwach. Also, ach, ich weiß nicht, sie haben nicht so starke Attacken und sind meiner Meinung nach auch irgendwie schwer zu trainieren. Also mir gefällt es nicht so. Deswegen werde ich halt eben auch nach wie vor weiterhin kein Pflanzen- oder Käfer-Pokémon jetzt in mein Team aufnehmen. Ich habe mir schon so ein paar Pokémon überlegt, die ich mit reinnehmen will, aber viele von denen wird man erst recht spät bekommen. Also lasst euch einfach mal überraschen. Vielleicht werde ich ja eh spontan vielleicht noch eine Änderung vornehmen. Mal sehen. Ich will auf jeden Fall ein Elektro-Pokémon drin haben, aber da ist die Auswahl zugegebenermaßen nicht so gut. Also es ist nichts für ein Elektro-Pokémon dabei, was mir so wirklich hundertprozentig zusagt. Oh, warum mache ich Konfusion? Was da vielleicht so gut ist, ist dann so Voltenso oder wie heißt es nochmal? Voltenso oder Magnetilo bzw. Magneton. Aber da bin ich noch unentschlossen. So, was mache ich das eigentlich jetzt hier gerade? Ich habe mich gerade so aufs Quatschen konzentriert. Ich wollte eigentlich jetzt auch gegen die Trainer kämpfen. Ach, so bin ich halt. So. Hier, der, genau. Meine Pokémon sind die Kings. Überzeuge dich selbst. Watch out. We got the battles over here. Yay. Teenager. Was? Ludger. Okay. Oh, mach hallo. Wie süß. Keine Chance. Biu, biu. Ist irgendwie auch schade. Ich muss auch sagen, in meiner Erinnerung verschmelzen die Pokémon-Editionen auch immer mehr. Zum Beispiel, ich wollte hier Luxtra fahren und dann fiel mir auf, dass Luxtra erst in der vierten Edition vorkommt, also in der vierten Generation. Und ja, das ist irgendwie furchtbar, weil man denkt dann, da ist irgendwas da und da und dann ist es doch nicht, weil es dann ja zum Beispiel in der Gold-Edition so war. Und das ist schon ziemlich irritierend, weil sich die Spieler ja von ihren Spielprinzipien und allen drum und dran ja schon ziemlich ähneln. Aber naja, das Prinzip Pokémon hat sich ja doch ziemlich bewährt. Und ich bin auch froh, dass sie in der neuen Edition Schwarz und Weiß auch Pokémon noch eher für die ältere Zielgruppe angepasst haben. Es ist zwar immer noch nicht ideal für solche wie mich, aber es kommt einem schon viel mehr entgegen. Und ich erzähle und erzähle und greife gerade die ganzen Trainer auf der Route ab nebenbei, aber ich glaube, ich weiß noch nicht, wie ich es mache, ob ich die Kämpfe einfach überspringe oder hier die Speed-Taste drücke oder, ach, ich weiß es nicht. Und jetzt hat mich das Knilz jetzt gerade tatsächlich paralysiert. Oh nein. Das ist auch paralysiert. Yay. Siehst du mal, was mein Trossler kann. Okay, lassen wir das. Schulkind Kerstin wurde besiegt. Okay, ich gehe nochmal kurz zurück ins Pokémon Center. Und dann würde ich mal sagen, dann tun wir noch kurz den Rest von der Route erkunden. Und dann werde ich voraussichtlich erstmal offscreen ein bisschen meine Pokémon trainieren. Also nicht viel, vielleicht Level 15 oder so. Damit wir vielleicht in der nächsten Folge mit dem Arena-Leiterkampf anfangen können. Also wird die Folge hier vermutlich wieder ein bisschen länger, weil ich die Route hier oben abschließen möchte in dieser Folge. Und nächste Folge direkt mit Arena beginnen möchte. Warum gehe ich gerade eigentlich in die Arena rein? Man redet von der Arena und dann geht man rein. Also ich muss schon meine Gedanken beisammen halten. Gut. So, gehen wir gleich hoch.
Und, oh, ich schaffe das. Ja, ich weiß, ich habe halt gerade so... Oh nein, geh weg. Ich weiß, ich habe da gerade ein bisschen rum, aber ich finde das so viel, so mit den ersten Orden gleich mit so einem Element wie Gestein belegt. Aber, ja, es ist schon hart. Nein, da, ich will immer in die Arena rein. Ich kann es schon kaum erwarten. Mal sehen. Ich gehe hier oben rum, ja. Sind vielleicht nicht irgendwie noch Items versteckt? Okay, lassen wir das. Das mache ich schon auf Screen. Oh, Schwalbini. Ich habe auch schon hier, glaube ich, einen Schwalbini holen, wegen Schwalboss, aber ach, ich weiß nicht. Dann doch eher ein Wingull, aber oh, ich bin mir noch unsicher. Ihr werdet sehen, es kommt so, wie es kommt. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, könnt ihr es auch mal reinschreiben. Yay! Okay, die XP hätte man sich jetzt auch sparen können. Warte mal. Wenn sie beide in die eine Richtung gucken, dann kann ich nämlich da schon Doppelkampf machen. Ich weiß nicht, Doppelkämpfe machen mir irgendwie viel mehr Spaß. Ja. Oh, Flucht. Gucken, ob ich den kriege. Jetzt. Bin ich mal gespannt. Scheiße, Doppelkämpfe machen irgendwie mehr Spaß. Es ist halt eben, im Doppelkampf kann man auch strategisch viel mehr machen, in Form von Attacken und Elementen, also was ich womit angreife. Also es ist mir eigentlich schon von vornherein klar, dass ich, mit Trasla Kleinstein und mit Flemmi Knilz angreifen werde, aber das einfach das Sinnvollste ist. Es wird halt eben mehr Spaß. Ich weiß nicht. Ich wünsche, sie hätten mehr Doppelkämpfe reingenommen. Wobei es schon recht häufig ist. Also, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnte. Ich war davon schwarz und weiß ziemlich enttäuscht, dass es da so wenig Dreifachkämpfe gab. Also, das war schon mager. Da habe ich mir ernsthaft mehr erhofft. Aber naja, bald kommt Schwarz und Weiß 2 raus. Und ich werde es mir am Tag holen, an dem es rauskommt. Und naja, bin gespannt. So, wow. Ja, das ging schnell. Oh, aber das Geld ist nicht schlecht. So, jetzt noch der, genau. Wir werden dich hart ran. Oh yeah. Oh Gott. Okay. Eine Herausforderung für Wanderer Nikolas. Das ist aber schön. Der hat einen Kleinstein. Was denn auch sonst? Wobei manchmal muss auch mal Hollow oder Onyx. Aber ich glaube, jeder Wanderer hat einen Kleinstein. Das ist so die Standardausrüstung. Ah. Wahnsinn. Nein, nicht wechseln. Oh Mann. So. Ich glaube, das ist jetzt auch der letzte Trainer auf der Route gewesen. Ja, ist gut. Wanderer Nikolas. Eieieiei. Der hier labert, glaube ich, irgendwelches Zeug. Brüll. Ich will diesen vermaledeiten Tunnel graben. Okay, dann mach das. Bergrasthaus. Schön. Gibt es bestimmt ein Item. Ah, schade, doch nicht. Was ist das? Metaflor-Tunnel verbindet Metaros City und Wiesenflor. Geiler Name. Item, Item, Item. X-Spezial, okay. Oh, ich wette, dass hier ein Item versteckt ist. Das sieht schon so... Es lädt schon danach ein, dass hier ein Item irgendwo versteckt ist. Naja, egal. Hier, ich glaube, das sind die irgendwie für Geheimgeschehen oder so. Oder was war das? Da war jetzt eine kleine Einkerbung. Da kann man sich doch irgendwie so eine Geheimbasis. Eine Geheimbasis einrichten. Okay, wir gehen mal hier rein. Ich glaube, das war nicht sehr groß, was wir jetzt da machen konnten. Okay, hier ist gleich noch ein Pokéball. Ist aber wirklich ein Pokéball. Okay. Ich glaube, hier.
Oder doch? Nee. Ja, hier geht's nicht weiter. Da kommt man erst später lang. Und das war's, glaube ich, auch schon. Also, wenn wir jetzt weiterkommen wollen, müssen wir den Orten machen. Okay, dann sage ich mal, ich trainiere jetzt offscreen meine Pokémon noch ein wenig. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge vor der Arena wieder. Dann ciao, bis zum nächsten Mal.